Ah, oh, doch nicht. Alter. Ich treffe den nicht. Holen wir uns erstmal den hier, genau. So, und hallo. Alter. So schlecht war ich ja noch nie. So, so, so. Wie in der Schießbude. Ich fühle mich so ein bisschen wie auf einer Kirmes. Auf dem Jahrmarkt. Volksfest. Wie auch immer, wenn man das so sagen mag. Ist auf jeden Fall eine nette Angelegenheit hier. Die fallen um wie die Dominosteine. Ja. Wir brauchen aber auch Kugeln ohne Ende. Das finde ich ein bisschen kontraproduktiv. Aber probieren wir es doch nochmal mit... Headshots sind irgendwie mit dieser Waffe nicht so krass möglich. Holen wir uns ein bisschen Munition. Hepper, Hepper. What the fuck, was willst du von mir? Und du erst. Ich glaube, es hackt. So. Das Problem hätten wir auch gelöst. Bitteschön. Ich bin frei für Anregungen. Wann kommen sie denn endlich von beiden Seiten? Und nicht nur von hinten. Ich habe euch schon erklärt, wie toll es von hinten ist. Verschlüsselung aufgehoben. 007, scannen Sie das Zentrum. Ach, war ja einfach. Normalerweise machen die mir mehr Stress. So, langweilig. Irgendein Bruch hier der Sicherheitsregeln. Bla, alles zu. Gift rein. Bam, wir müssen entkommen. Um das mal hier kurz abzukürzen mit der Cutscene. So, zack, zack. Rüber, 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 rüber. Fallen lassen. Lass dich fallen, du Penner. So, springen und springen und wer hätte es gedacht, nochmal springen und überspringen und dann nochmal normal springen. Und weil es so schön war, springen wir einfach gleich nochmal. Die Hälfte der Leiste ist schon voll, glücklicherweise haben wir es schon geschafft. Na komm, 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 ums Eck. So. Hier wird gleich bestimmt irgendeiner so eine Granate werfen. Du auf jeden Fall nicht. Ja, da kommt die Granate, habe ich doch gesagt. Da liegt sie. Boom. Hallo. Von oben. Das hatten wir auch noch nicht. Von oben ist bestimmt auch relativ angenehm und spaßig. Käm mal auf den Versuch an. Ja? Tja. Deine Mütze hat echt einen relativ guten Schutzfaktor. So. Das wäre die erste Welle gewesen. Jetzt zur zweiten. Hier haben wir wieder einen Perversling von oben. So. Der Typ hier weiß nicht, wo ich bin, sonst würde er nicht so bekloppt durch die Gegend laufen. Links, rechts, oben, unten, hinten vielleicht? Hallo. So viel also zu dir. Hey, streck noch mal deine Mütze raus, komm. Hey, Kumpel, geht doch. Wünsche, Anregungen? Alter, von beiden Seiten in dem Mangel. Das ist ja auch mal geil. Alter, ich lerne echt noch dazu. Gut, dann müssen wir erstmal diesen Super Bomberman hier wieder fertig machen mit seiner Granate. Und den da oben auch. Dich da auch. Der so formschön da runtergesprungen ist. Ach, jetzt wirfst du die Granate. Wo liegt sie denn? Ah, ich finde sie nicht. So. Ja, das war's eigentlich so zu euch, ne? Wieder einer von oben. Den hatten wir ja vorhin schon, ne? Schön. So, eigentlich brauchen wir den gar nicht im Nahkampf fertig machen, ne? Wir haben ja schon genug Ausschalttickets. So, Fred ist weg. Sein Kumpel George auch. Hier haben wir noch seinen Kumpel Weasley. Und ja, ich habe diese Namen aus Harry Potter. Fred und George, Weasley und so, ihr wisst schon.
Das sind einfach schöne Namen. Ich finde, die sind echt... Kann man so schön zusammen sagen. Fred und George. Das klingt einfach irgendwie stimmig, ne? Was du kannst, kann ich schon lange. Oh, shit. Ja, jetzt kommen sie wieder hier. Die Chiller. Kriegst erstmal volles Pfund aufs Maul drauf. So, hier haben wir wieder einen Perversling von oben. Den haben wir mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Noch irgendeiner? Hallo. Ach, dich machen wir mal im Nahkampf fertig. Ich habe heute gute Laune. Ach, du musst nachladen, unpraktisch für dich. Wieder voll in die Familienplanung. Ist ja echt ätzend. Würde mich schon ziemlich ankotzen, wenn ich du wäre. Kein Spaß jetzt. So, Ladescreen, langweilig. Bäh. Igitt. Mach weg. Nächster Tipp, bla. Nächster Tipp, nächster Tipp, nächster, 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 nächster. Lad einfach. Dankeschön. So. Jetzt kommen wir zu einer Stelle, die man eigentlich relativ gut stealthen könnte, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, sie zu stealthen. Also müssen wir sie leider kämpfen, diese Stelle. So, hier kommen jetzt ein paar Typen raus. Zack. Und einer kommt in meine Richtung. Hier, der Kumpel. Und weil der hier gleich ums Eck kommt, müssen wir uns ein bisschen verstecken. Und zwar genau hier. Das bedeutet, er kommt ums Eck. Zack. Da kommt er ja schon. 3, 2, 1, hallo. So, jetzt bleibt er hier kurz stehen und denkt sich so, hier ist ja gar keiner. Keiner da. Komisch. Hier ist ja nichts. Oh, Schnee. Schau mal, schöne Schneeflocken. Ist ja super. Okay. Nachdem hier ja nichts los ist, geht er wieder. Was ihm zum Verhängnis wird, dann man sollte James Bond niemals den Rücken kehren, denn dann geht es den Kronjuwelen nicht so gut. Also, hat er wieder was dazugelernt, kann er sich für die Zukunft merken. Hier lehnt ein Typ und erwartet, dass ich aus der anderen Richtung komme, ist aber schade für dich, denn ich komme eigentlich von hier. So, und das meine ich, ich habe ihn eigentlich relativ, ja, gut beseitigt, aber es stört die zwei Typen hier einfach nicht. Holla, die Waldfee. Das lief aber nicht so gut. So. Hat ja gut funktioniert. Jetzt kommen wir in den Serverraum. Beziehungsweise wir kommen gleich in den Serverraum. Das vergesse ich jedes Mal. Hier ist ja noch eine Stelle. So, hier müssen wir mal kurz warten, wenn wir stealthen wollen. Das ist überhaupt kein Problem und kein Stress. Hier kommt nämlich jetzt gleich einer hochgelaufen. Himmel. Ja, Waffen in Sichern. Ich treffe mich mit den anderen Trupps. Jawohl. So, wer kommt hoch? Du bist das arme Opfer. Ich nenne dich Fritz. Das ist Fritz. Fritz hat ein Problem, denn er hat offenbar irgendwas im Schuh und kann nicht anständig laufen. Von diesem Problem will ich ihn erlösen und gebe ihm erstmal voll aufs Maul. Wenn wir die Schmerzen in eine andere Stelle verlagern, dann tut's am Fuß schon gar nicht mehr so weh. So, hier haben wir wieder einen, ja, der nicht wirklich weiß, was er tun soll. Deswegen gebe ich ihm mal was zu tun. Zack. Du darfst die nächsten Wochen mal deine Nase auskurieren. Hast du doch schon wieder eine Beschäftigung gefunden. Ist doch klasse für dich. So, eine Tür. Was macht man mit Türen? Man öffnet sie. Und hier ist jetzt der Serverraum. Hallo. 007, dieser Kontrollraum steuert die Kernsysteme der Raffinerie. Greifen Sie auf das zentrale Schaltpult zu, dann mache ich eine Diagnose. Das zentrale Schaltpult sieht übrigens sehr spektakulär aus. Es ist einfach ein Laptop. Es sieht so aus, als könnten Sie mit einer Überlastung der Kühl- und Abluftsysteme eine katastrophale Kettenreaktion auslösen. Suchen Sie die Überbrückungsventile 007. Sie müssen diese Biowaffen zerstören. Exakt, das ist mein Ziel. So, Kühl- und Abluft und was für ein Zeug auch immer. Kühlsystem, bla, alles fertig machen. Sachen kaputt machen kann James Bond sowieso am besten, also ist das überhaupt kein Stress für uns. Türe auf, reingerannt. Wie lange müssen wir hier noch warten? Zack. Keine Ahnung. Zwei Typen, relativ elegant losgeworden. Der Typ hat ein bisschen was mitbekommen. Ah, das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Hätte besser sein können, aber gut. Was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt blöd. Ja, jetzt hat er die Leiche gefunden. Jetzt macht er... Jetzt würde die anderen... ja klar, steh doch einfach auf. Bist du dumm? Da oben? Also, ist wieder mal gut gelaufen hier. Oh.
Hä? Ach, da! So. Den haben wir losgemacht von seinen Sünden. Du darfst auch vor deinen Schöpfer treten. Wenn du nicht religiös warst, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, religiös zu werden. Die zwei Typen haben auch schon mal vorzeitig den Schöpfer getroffen. Sprechen wir gemeinsam das Vaterunser und gedenken ihn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ach nee, lassen wir es. Wenn sie sie lahmlegen, ist die Raffinerie Geschichte. So, einmal, zweimal, dreimal. In Deckung gehen, danke. So, 11 Schuss haben wir noch plus unser volles Magazin. 1, 2, 3. Penner. So, da hinten sehe ich noch einen. Den hier, den beseitigen wir mal persönlich. Feuer eröffnen! Ja, ja, du mich auch. So. Hey, chill. Wer? Ach du. Sehr uncool, da lebt ja noch einer. Hilf mir doch jemand! Irgendwo habe ich doch noch einen Pump gehört. Da ist er ja. So. Den sind wir auch relativ gut losgeworden. Und jetzt kümmern wir uns um den Chiller hier vorne nochmal. So. Chiller eliminiert. Waffe nachgeladen. 7 Schuss noch in Reserve. Und eine Leiter. Was könnte man mit dieser Leiter machen? Man könnte sie erklimmen. Das ist ja schön. So, hier haben wir ein schönes Drehrad und hier haben wir eine schöne Scheibe, durch die wir durchgucken können, aber nicht mehr lange, denn, oh Wunder, sie friert zu. Schade. Warnung, wir müssen raus hier. Wir müssen raus. Lass mich raus. So, alles ganz neblig. Oh, spooky, creepy. Und da vorne sehe ich schon eine Silhouette. Der ist Geschichte. Zumindest für den Moment. Da kommen nochmal 2.